Servus Leute, was geht ab hier aus dem wunderschönen Puerto Escondido in Mexiko. Der Ort ist einfach nur schön und hat richtig, richtig geile Vibes, die ich extrem spüre. Und deswegen werde ich auch hier das erste Mal meiner Reise ein bisschen länger bleiben. Erstmal, um mich zu erholen. Ich bin ja jetzt aber auch schon fast wieder fit, deswegen nehme ich jetzt das Video auch auf. Fragen-Antworten-Video. Ihr habt mir viele Fragen bei Instagram gestellt und darauf möchte ich jetzt, also auf jede einzelne Frage von euch, eingehen. Fangen wir einfach direkt mal an. Die erste Frage war: Willst du noch nach Südamerika? Genau das ist auch mein Plan. Also voraussichtlich geht's als nächstes nach Costa Rica. Dann werde ich wahrscheinlich noch Panama besuchen. Dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, den kompletten Kontinent Südamerika zu bereisen. Wie viel Geld hast du dir vorgenommen, täglich auszugeben? Also täglich kann ich das gar nicht so ganz genau sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, im Monat nicht mehr als 1000 Euro auszugeben. Ich mache das dann ganz einfach so, wenn ich weiß, hey, heute habe ich zu viel ausgegeben, versuche ich die nächsten Tage ein bisschen weniger auszugeben. Aber mittlerweile notiere ich mir das auch nicht mehr. Ich mache das Ganze einfach mehr nach Gefühl und ja, wenn ich so die Wahl habe, nehme ich meistens auch das Billigere. Eine weitere Frage war: Was ist dein Startkapital? Mein Startkapital reicht auf jeden Fall für ein bisschen längeren Zeitraum. Ich habe mir auf jeden Fall einige Jahre Zeit genommen, das Geld zusammenzusparen. Ich würde aber sagen, Startkapital 12.000 Euro ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Dann hat man pro Monat 1.000 Euro, was fast überall auf der Welt reichen sollte, wenn man so ein bisschen aufs Budget achtet und mit dem Rucksack unterwegs ist. Warum bist du jetzt doch alleine unterwegs? Lennart ist auch gerade in Puerto mit einem Kumpel zusammen und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dann nehmen die beiden heute Abend noch den Nachtbus und dann geht es für die beiden weiter nach Guatemala. Also das war eigentlich von Anfang an der Plan. Lennart und ich sind beides Solo-Reisende, die sich unterwegs getroffen haben. War auch eine mega coole Zeit. Wir werden es auf jeden Fall auch wieder treffen. Voraussichtlich dann ungefähr einem halben bis einem Monat in Costa Rica. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Grüße gehen raus an Lennart. Verdienst du in irgendeiner Form neben den Reisen Geld? Das ist der Knackpunkt. Genau das versuche ich halt aktuell noch. Aber es klappt im Moment noch nicht so wirklich. Also ich verbrenne im Moment sehr viel von meinem eigenen gesparten Geld. Ich habe ein paar kleine Einnahmen nebenbei, sagen wir so um die 50 Euro, die kommen passiv rein. Dann schreibe ich noch für eine Zeitung regional bei uns im Moment. Und ja, ich versuche mir mit YouTube im Moment ein neues Standbein aufzubauen, Einnahmen zu generieren. Aber ja, leider reicht das im Moment vorne und hinten noch nicht. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Hast du oft dolle Heimweh? Bis jetzt muss ich offen sagen, hatte ich noch keine Heimweh, aber natürlich gibt es immer mal wieder Momente, an denen man mehr an die Heimat zurückdenkt und an den Sachen, die man zu Hause halt auch lernt jetzt wertzuschätzen. Hast du einen Plan für die Zeit nach deiner Weltreise? Ja, interessante Frage, aber die Weltreise ist mein neues Leben. Tatsächlich habe ich einfach alles dafür aufgegeben, um jetzt an diesem Punkt zu sein. Und ich arbeite wirklich sehr hart daran, mir hier vor Ort mit dem neuen Leben etwas aufzubauen. Und deswegen sind meine Gedanken absolut nicht in der Heimat und ich denke gar nicht darüber nach, was mein Plan B sein könnte, weil es einfach keinen Plan B gibt. Alles auf Plan A ist tatsächlich mein neues Lebensmodell. In welchem Land oder in welchem Kontinent würdest du dich gerne am längsten aufhalten? Schwierige Frage, musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Also die Länder, die ich auf jeden Fall unbedingt noch möchte, sind zum Beispiel Australien und Brasilien. Und da das beides sehr große Länder sind und von denen habe ich auch schon so vieles gehört, denke ich, könnte ich mich dort auch sehr lange aufhalten. Aber das ist immer so eine Sache, ja, man kommt dann in das Land und letztendlich muss man das Land spüren, man muss die Leute spüren, kommt auch so ein bisschen darauf an, wen trifft man dann da. Ja, kann man alles nicht vorhersehen. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Land, in dem ich spüre, dass ich es gefunden habe. Bevor ich das vergesse, danke an alle, die eine Frage gestellt haben. Mir gefällt das extrem gut, diese Community-Aktivität. Ich beantworte die Fragen echt gerne, schreibe auch gerne mit euch. Wenn ihr mal so eine Frage habt, stellt mir die einfach bei Instagram. Und dann kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Welche Länder stehen bei dir auf der Bucketliste? Ja, das sind einfach viel zu viele, um ehrlich zu sein. Ganz Südamerika auf jeden Fall, Costa Rica, Panama, Kuba, Jamaika. So um mal ein paar in den aktuellen Raum hier zu nennen. Dann kommen aber auch noch Australien, Neuseeland dazu, ganz viel in Asien, zum Beispiel die Philippinen stehen bei mir ganz weit oben, auch Indien steht ganz weit oben, Sri Lanka, Myanmar, ja,
Und dann gibt es ja immer noch mal Afrika, wo zum Beispiel Südafrika oder Madagaskar mich super reizen würde. Es gibt einfach noch so viele schöne Länder auf diesem Planeten, die man bereisen kann. Du hast schon viel gesehen von der Welt. Was können wir in Deutschland von den Menschen aus anderen Ländern lernen? Tolle Frage. Muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Und ich glaube, es ist Dankbarkeit. Dankbarkeit wäre meine Antwort auf diese Frage. Gerade in Indonesien ist es so, dass die Leute jeden Tag rausgehen, so kleine Opfergaben für ihre Götter vor die Tür stellen, da irgendwie ein Räucherstäbchen dran zünden, einfach und sich in Dankbarkeit üben. Und genau in Indonesien ist es mir auch aufgefallen, dass die Menschen sehr, 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 sehr glücklich sind, aber auch in viele andere dritte Weltländer. Und ich glaube, das grundlegende Problem ist vor allem, dass die Probleme, die diese Menschen haben, essentiell sind, lebensbedrohlich sind. Da geht es darum, habe ich genug Essen, habe ich überhaupt Arbeit, ist meine Familie zusammen, bin ich in Sicherheit, ist meine Familie in Sicherheit. Also es sind einfach viele reale Probleme und diese realen Probleme lassen einen dann das normale Leben mehr wertschätzen. Und ja, wir leben halt Gott sei Dank, muss man halt auch so sagen, in Europa und überhaupt in dem Westen, in dem Luxus, dass wir keine realen Probleme haben und unsere Probleme halt nur uns hier selber in den Kopf erschaffen. Und das führt halt dazu, dass wir halt automatisch weniger dankbar sind, würde ich jetzt einfach mal plump so sagen. Ja, und das ist so das größte Learning, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe von der Weltreise. Hast du eine bestimmte Route oder entscheidest du spontan, wie du durch die Gegend reist? Ja, mein erstes Buch hieß Ohne Plan um die Welt und daran hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Aktuell ist zum Beispiel, ich möchte jetzt nächstes wahrscheinlich nach Costa Rica direkt fliegen. Erst war mein Plan, dass ich über Land von Guatemala, Honduras, Nicaragua reise. Aber aktuell ist das einfach zu teuer, weil man an jeder Grenze einen Antigen- oder PCR-Test machen muss. Die Flüge von Mexiko nach Costa Rica kosten einfach nur 110 Euro. Also habe ich mir gedacht, gut, stressfreier und ja, Costa Rica habe ich noch nicht gesehen. Neuer Plan. Wie hast du andere Traveler gefunden? Super einfach. Also man geht einfach in einem Hostel. Das Hostel ist hier aktuell, also jedes gute Hostel in Mexiko ist aktuell eigentlich ausgebucht. Ist voller Reisenden in demselben Alter, die genauso drauf sind wie man selber. Und es gibt unfassbar viele oder eigentlich der Großteil der Leute ist auch allein unterwegs. Das heißt, jeder sucht Connection, jeder ist da, um neue Leute kennenzulernen. Du gehst einfach rein und sagst, hey Buddy, ich bin Phil, was geht heute ab? Und dann sagt er dir, ja, wir gehen surfen, willst du mitkommen? Und so einfach ist es eigentlich, wenn man sich dann direkt versteht, dann reist man mal für eine gewisse Zeit zusammen. Und genau so sieht das Reiseleben tatsächlich aus. Es ist einfach viel unkomplizierter, als man sich das in Deutschland vorstellt. Auch eine sehr krasse, simple Frage, in der viel steckt, wo siehst du dich in 5 Monaten? Generell bin ich ein Fan davon, sein Leben in Etappen zu sehen und sich immer wieder neue Ziele zu setzen. Aber genau das habe ich auch in meiner Vergangenheit gemacht. Ich habe mir immer wieder Ziele gesetzt und habe die auch erreicht. Und das auch noch viel früher, als ich sie erreichen wollte. Deswegen sage ich euch, ich bin auf jeden Fall ein Fan von sich Zielen, auch ehrgeizigen Zielen setzen. Denn so kommt man auf jeden Fall im Leben voran. Und irgendwo ist das Leben ja auch ein Prozess auf mehreren Ebenen. Es geht immer nur darum, irgendwie zu wachsen und besser zu werden und irgendwie, ja, genau. Andererseits habe ich aber auch gemerkt, dass ich mich viel zu sehr auf ein Ziel versteife. Also wenn ich mir ein Ziel setze, dann tue ich alles dafür, um dieses Ziel zu erreichen und ich werde so ein bisschen blind. Also ich folge einfach nur stur den Mustern, um dieses Ziel zu erreichen und ich verliere mich dann so ein bisschen auf dem Weg oder auch die Freude auf dem Weg verliere ich so ein bisschen, weil ich einfach irgendwie zu starr auf das Ziel fokussiert bin. Und jetzt gönne ich mir mal tatsächlich den Luxus seit dieser Weltreise, dass ich keine klaren Ziele mir stecke und ich sage, hey, bis zu den und den Tag willst du so und so viel oder das und das erreichen. Ich versuche einfach den Weg zu genießen. Also der simple Satz, der Weg ist das Ziel, da steckt für mich unglaublich viel drin und das ist das, was ich jetzt auf dieser Reise auch versuchen möchte. Um mein grobes Ziel vielleicht in 5 Monaten zu nennen, ich möchte bei YouTube monetarisiert sein. Also das heißt, dass ich mit meinen Videos und der Werbung, die darauf geschaltet wird, auch ein bisschen Geld verdienen kann. Also auf Sicht von 5 Monaten wäre das auf jeden Fall mein Ziel. Ich hoffe, damit habe ich die Frage trotzdem zufriedenstellend beantwortet.
Grüße gehen raus, lieber Henry. Machst du mal ein Video über deine Packliste? Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Kommt irgendwann demnächst mit Tipps und Tricks und ja, wie mein Rucksack so aussieht, was ich in mein neuen Zuhause so alles reinpacke. Aber gute Frage. Wie lange wirst du reisen? Auch eine gute Frage, auf der ich leider keine gute Antwort habe. Ich habe ein paar Jahre Zeit und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann fliege ich nächste Woche wieder zurück nach Deutschland. Aber wenn ich spüre, dass das hier mein neues Leben ist und alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mache ich einfach weiter. Was ist mit deiner Katze zu Hause? Wie ihr mittlerweile ja wisst, bin ich der übertriebene Katzenliebhaber schlechthin. Ja, mein ganzes Leben habe ich mit Katzen verbracht und ich habe auch eine Katze namens Willi noch zu Hause. Ja, den geht super bei meinen Eltern. Ich kriege auch regelmäßig Videos und Fotos von dem Kleinen. Freue mich auf jeden Fall mal und ich vermisse ihn tatsächlich auch sehr. Sehr gute Frage auch. Grüße gehen raus an dich. Wie hast du den Mut zusammengenommen, nicht nur davon zu reden, sondern auch zu machen? Habe ich auch ein bisschen drüber nachdenken müssen und ich glaube, einmal weil ich ein Typ bin, der nicht immer nur redet, sondern der Sachen auch macht, dass ich generell ein Typ bin, der eher auch handelt und nicht nur der Theoretiker ist. Dann aber auch, weil ich extrem viele Bücher gelesen habe, die mich so vom Kopf her, von meinem Mindset her darauf vorbereitet haben, nicht nur ein, ich nenne es jetzt mal, normales Leben führen zu wollen, sondern den, also Schritte in die Wege leiten zu wollen, auch mal etwas anderes zu versuchen, etwas, was ja, von der Sicherheit entkoppelt ist. Ich würde sagen, wirklich Bücher und auch Autobiografien von zum Beispiel Arnold Schwarzenegger oder so haben mich dahingehend extrem therapiert. Auch Bücher wie zum Beispiel The Big Five for Life, Das Café am Rande der Welt, ja, sind Bücher, die mich da wirklich sehr beeinflusst haben. Ja, diesen Schritt zu gehen, auch YouTuber kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in eine Richtung denkt, folgt den richtigen Leuten, auch auf Social Media, das heißt also auf Instagram, die euch vielleicht inspirieren, die euch gute Laune machen, von denen ihr etwas lernen könnt, die vielleicht schon da sind, wo ihr hinkommen wollt. Genau, also da war ich eigentlich so sehr dran orientiert und die letzten 2 Jahre oder noch länger, die letzten 3 Jahre hatte ich das eigentlich all day immer in meinem Kopf und ich habe immer davon geredet, also es war für mich immer Thema Nummer 1 und es war immer präsent. Tatsächlich ist es mir nur dadurch gelungen, dass es so präsent war und so in meinem Kopf verankert war, dass ich es geschafft habe, meinen sicheren und sehr gut bezahlten Job zu kündigen. Andernfalls unter Garantie hätte ich das nicht geschafft. Also hätte ich da nur ab und zu mal von geredet und gesagt, ach, das wäre ja ganz toll, so eine Weltreise, voll super. Ich hätte nie kündigen können. Musstest du deine Planung wegen Corona umschmeißen oder kurzfristig umändern? Ja, genau genommen ist die Planung erst so richtig ins Leben gekommen durch Corona, durch die Pandemie. Mein Plan war eigentlich in dem Jahre 2021, aber eher in dem Jahr 2022 zu kündigen, den Schritt zu gehen, den ich jetzt gemacht habe. Und nennen wir es mal eine glückliche Fügung durch die Pandemie und mein Arbeitgeber hat sich da etwas ergeben, schon früher ja, diese Möglichkeit greifen zu können. Auch wenn die Pandemie ein sehr spannendes Jahr war mit vielen Höhen und Tiefen, für mich auch, habe ich doch versucht, das Beste daraus zu ziehen. Auf welches Reiseziel freust du dich am meisten? Aktuell würde ich tatsächlich sagen, das ist Australien und auch der Raum Asien. Ursprünglich war es ja sogar geplant, dass ich nach Bali gehe, also nach Indonesien. Da freue ich mich aktuell am meisten drauf, liegt dann aber auch so ein bisschen daran. Kann noch echt ein bisschen dauern. Ich denke mal, nach Südamerika rückt dann Asien und Australien für mich in den Vordergrund, wenn die Grenzen offen sind. Noch eine sehr simple, aber super tiefgreifende Frage am Ende. Grüße gehen raus an dich, Jamie. Was ist dein größter Wunsch im Leben? Und darauf würde ich sagen, ja, mein größter Wunsch im Leben ist es, das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. Das will ich jetzt auch einfach mal so im Raum stehen lassen, gar nicht mal weiter ausfeilen. Dann würde mich nochmal interessieren, habt ihr sonst noch Fragen, dann stellt sie mir sonst einfach bei Instagram. Ich beantworte sie gerne auch im Nachhinein noch. Und ja, soll ich sowas öfter machen, Fragen, Antworten, ist glaube ich ganz cool, ich finde das super, um so ein bisschen mehr mit der Community, mit euch so in Kontakt zu sein und vielleicht mal auch
Themen zu bearbeiten, Sachen zu bearbeiten, die vielleicht über die Videos einfach nie so zum Vorschein gekommen würden. Ja, ihr könnt mir auch gerne persönliche Fragen immer stellen. Ich bin super offen, was das angeht und versuche alles zu beantworten. Ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, oder das Video zu liken. Ich freue mich auf die nächsten Videos von Puerto Escondido. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.